Ja, kommen wir zur vorletzten Kategorie. Das möchte ich zusammenfassen in beste Fortsetzung, Prequel, Remake oder grundsätzlich Franchise-Beitrag. Genau, da klammern wir jetzt aber die Comic-Verfilmungen Richtig, da aus. haben wir ja Ne? schon viel zu ausgiebig drüber gesprochen. Haben wir mehr als ausführlich drüber gesprochen. Da gab es dieses Jahr auch wieder ein paar Sachen, ne? Vieles, ja. Was habe ich? Ich habe mir notiert. Star Wars gab es natürlich, ne? The Last Jedi. Je länger ich über diesen Film nachdenke, desto weniger mag ich ihn. Mein Video-Review ist ja noch sehr diplomatisch ausgefallen. Auf meinem Blog lasse ich das schon wieder ganz anders. Ja, weiß nicht, muss ich jetzt nochmal ins Detail gehen? Ich weiß es nicht. Ryan Johnson hat versucht, uns Zu an der verarschen. Nase herumzuführen, indem er 1000 Twists eingebaut hat und mit dem Humor eigentlich so ziemlich jegliche Stimmung und alles, was vorher aufgebaut wurde. Kaputt Also die gemacht hat. letzten 7 Filme hat er großflächig drauf geschissen, das kann man einfach mal sagen. Flächenbrand. Lombok hatten wir eben als Fortsetzung Stimmt. schon in der Kategorie deutscher Film. Ja. Das ist eine gelungene Fortsetzung gewesen. In dem gleichen Atemzug möchte ich Trainspotting 2. T2 wurde ange T2 Terminator 2 oder was? Trainspotting 2 wurde angepriesen. Das ist auch eine coole Fortsetzung. Hat mir auch ziemlich gut gefallen. Spielt genau 20 Jahre, genau wie das Buch. Das Buch für den zweiten Teil, 20 Jahre nach dem ersten Teil, spielt auch der Film. 1997, dann jetzt 2017 spielt. Danke fürs Auch Rechnen. cool. Einfach, also eine andere Geschichte als im Buch, auf jeden Fall, aber der Film hat mich wirklich unterhalten. War Danny Boyle wieder einen sehr geilen visuellen Stil sich ausgesucht und das stark umgesetzt. Er hat wirklich so Überblendungen und so Sachen, also wie auch schon im ersten Teil gemacht hat, aber er kupfert nicht zu stark ab. Teilweise werden Sachen so ja, nachgespielt, sag ich mal, und dann so nach dem Motto, ah ja, okay, erinnere ich mich noch, kenne ich Ne. noch aus dem ersten Teil, hätte man vielleicht darauf verzichten können. Der Rest, also die Figuren, sehr cool. Ne, nach 20 Jahren treffen diese Figuren halt wieder aufeinander und haben zum Glück wird jetzt nicht alles nochmal gleich durchgekaut, Ja. sondern also natürlich spielen Sachen von damals eine Rolle, aber halt aus der Sicht von Menschen, die einfach 20 Jahre älter sind und die andere Probleme haben auch. Also britisches Pendant zu Lombok. Ja, es hat mich wirklich daran erinnert. Ja, gut. Ne? So ein langer Zeitpunkt, lange Zeitspanne dazwischen und die greifen das auf. Das hat mich wirklich, ja, Ja. sehr schön zusammengefasst. Dann hatten wir noch Remake beispielsweise, Mord im Orient Express. Habe ich nicht Agathe geguckt. Ja. Christie-Verfilmung, da fand ich das Original schon hervorragend. Hier so Norm Bates, Anthony Perkins, ganz, ganz toll. Ist jetzt auch in dem Remake gut besetzt. Cast las sich richtig gut. Ne? Richtig gut. Ist auch ziemlich überzeugend. Der ist bildlich, visuell ist der auch sehr schön gemacht. Der unterscheidet sich tatsächlich auch nicht wirklich vom Original, bis auf eine Enderklärung. Das heißt, der ist eher für Leute gedacht, die das Original nicht kennen oder das Buch nicht gelesen haben. So für die Leute, die das Original kennen oder auch das Buch gelesen haben, ist das halt, ne, alter Hut. Alter Hut in neuer Farbe, aber mehr auch nicht, tatsächlich nicht. Hat keinen Mehrwert, das Remake, muss ich gestehen. Das hatte ich schon antizipiert. Hatte Ja. ich irgendwie schon mit gerechnet. Deswegen hat er mich auch. Also, ich habe gedacht, ach, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir den an. So, Ja. das ist so ein Film für nebenbei. Vielleicht mal Sonntagnachmittag gucken. War so meine Ja, ist es Einschätzung. auch. Richtig. Ja, wäre jetzt nicht so für den großen Kinoabend Genau, gedacht. genau. Deswegen habe ich den auch erstmal nicht beachtet. Ja, sehr gut. Dann hatten wir eine, finde ich, gute Fortsetzung in Kingsman The Golden Circle. Den habe ich nicht gesehen, leider. Ich habe bis jetzt habe ich auch eher negative Kritiken dazu gehört. Ich muss ehrlich sagen, ich habe an dem Film keinerlei Erwartungen gestellt. Ich fand den ersten Teil fand ich gut. Ich fand den Ist auch nicht so gut, unterhaltsam. wie viele den fanden. Ja. Der wurde ja sehr in den Himmel gelobt und da habe ich gedacht, also besonders ist er jetzt auch nicht. Nö. Ich kenne die Comics jetzt auch nicht, ich habe die nicht gelesen. Oh, schon wieder Keine Ahnung. Comicverfilmung. Ist eine Comicverfilmung, ja. Spielt im Universum von Kick-Ass und Wanted. Also für Okay. die Leute, die das nicht wissen oder wissen wollen. Der hat dir aber ganz gut gefallen. Ja, ich fand, der hat nicht viel falsch gemacht, bis auf eine Sache. Der hat tatsächlich eine Figur zurückgeholt, wobei mir die Erklärung nicht gefallen hat. Und es war völlig unnötig. Also Okay. es hat halt keinen Mehrwert gehabt, dass die Figur zurückgeholt wurde.
Und es hat die Handlung halt auch nicht vorangetragen. Völlig unsinnig. Verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Aber ansonsten, coole neue Gimmicks, ne? Ist ja so ein bisschen auch James Bond verschnitten, ne? Aber trotzdem, sehr unterhaltsam, ne? Also auf der Schiene hat er gut funktioniert. Dann hatten wir noch John Wick, Kapitel 2. Stimmt. Den fand ich dann tatsächlich schon wieder schwach im Im Vergleich zum Original. Vergleich zum ersten ist Genau. er wirklich nicht so eine coole Fortsetzung, aber ich glaube, wir beide sehen das aus einem gewissen Punkt, Aspekt raus, den andere nicht sehen. Für viele war das so, ja, ich will jetzt geilere Action-Schießereien haben, ich will irgendwie mehr Action haben und so. Ist auch die ganze Zeit Action, genau wie bei John Wick 1, genau wie bei The Raid, bei The Raid 2, obwohl das natürlich noch ein ganz anderes Level ist. Aber was hat dir nicht gefallen? Motivation. Motivation ist das Stichwort. Denn im ersten Teil, es geht nichts darüber, dass er immer seine Frau verloren hat, nur noch seinen Hund. Und den töten die Vollidioten, töten den. Arschlöcher. Dann sagt er, jetzt fick ich euch alle, jetzt baller ich euch weg. Super geil, kann jeder nachvollziehen. Und dann ist es halt stumpfer Rache-Thriller, der einfach cool choreografiert, alle wegballert. Im zweiten hat mir nicht gefallen, dass er gezwungen wird von außen. Das heißt so, ja, du musst das jetzt machen hier, diesen Auftrag. Und dann sagst du, ja, ich will das eigentlich nicht. Ja, aber du hast damals dieses mit diesem Coin da irgendwie dieses Versprechen eingelöst. Und dann wird er halt gezwungen, dann sagt er, ja, gut, komm, dann mache ich das halt jetzt. Passt nicht. Außerdem hat mir nicht gefallen, diese Entmystifizierung Welt. dieser ganzen, wie heißt das, Auftragskiller-Welt. Also, ja. Das war im ersten, wurden dann noch so ein paar Sachen einfach angeschnitten und dann hat Ja. man sich irgendwie denken können, ah krass, was ist denn hier los? Und jetzt wird das alles erklärt und das, schade, so das, ja, trägt nicht zum Mythos bei, finde ich, sondern ja, er wertet ihn ab. Bevor ich zu meinen Top-Kandidaten komme, zwei Stück habe ich da, Ich auch. Planete Affen, Survival. Ja, der ist bei mir in den Top 2. Das habe ich mir fast gedacht, das ist aber falsch. Ich habe da eine ambivalente Herangehensweise, aber ich kann das erklären. Aber bitte du erstmal. Ja, also es ist ein guter Film. Wobei ich mich ja selber revidieren muss. Das ist eigentlich fast sogar schon fast eine gute Wahl. Weil die Sache ist die, alleinstehend ist es ein guter Film. Funktionieren tut es im Kontext Ja. mit den anderen beiden Teilen. Und dann aber hervorragend. Es ist ein wundervoller, ein sehr schöner, ein sehr runder Abschluss von dem neuen Planet der Affen-Trilogie-Franchise. Genau. Aber es ist halt, wenn ich es halt alleine als Film sehe, hält das nicht mit den anderen Kandidaten mit, die jetzt noch kommen werden. Als Fortsetzung fand ich den zweiten War of the Planet for the Apes. Fand ich schon hervorragend, weil der ja auch ganz andere Motive als die erste bedient hat. Ne? Das war ja so Genresprung fast schon. Und das erlebt man ja in solchen Franchises ja eigentlich fast nie. Was ich schon mal sehr mutig fand, aber auch sehr passend, weil man ja im Prinzip eine komplette Evolution hatte. Man hat ja eine wunderschöne, vom ersten Teil bis zum dritten Teil hinweg, da hat sich ja im Prinzip stetig alles geändert. Und das hat diese Franchise auch ausgemacht. Und ich sag heute noch, also ich werde das auch lange Zeit, glaube ich, sagen, es ist, wenn nicht sogar fast schon das Beste, die beste Trilogie aller Zeiten, weil alle Einzelteile losgelöst vom Franchise schon mal sehr gute Filme sind. Aber in Kombination ist das nochmal hervorragend. Ganz ehrlich, ich kann dem nichts hinzufügen. Das ist nämlich genau das, was ich denke. Das ist genau das, was ich denke. Deswegen, ich brauche das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich sehe das ganz genauso. Deswegen habe ich sie jetzt unter Sequels eingeordnet, aber halt ist für mich jetzt nicht das beste Sequel des Jahres, weil, wie gesagt, im Gesamtkunstwerk ist es halt die beste Trilogie, die wir in den letzten paar Jahren hatten. Und da schließe ich auch die Nolan-Batman-Trilogie ein und Herr der Ringe und diese ganzen, bevor jetzt irgendwelche Fanboys kommen, ist mir auch egal, schließe ich mit ein. Gut, aber du hattest ja noch einen anderen. Für mich war die beste Fortsetzung dieses Jahr und vielleicht auch ja, generell mit der Pate 2 Blade Runner 2049. Ein unglaublich guter Film, der die Sachen des ersten Teils aufgreift, dieses Universum, was schon damals interessant war, erweitert, ausbaut, das ist das gleiche Wort, egal, auf jeden Fall noch dem einiges hinzufügt, was es noch vielschichtiger wirken lässt, neue Themen hinzufügt. Aktuelle Themen, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort, Cyborgs. Und einfach geil besetzt ist.
epische Bilder mit epischer Musik ist für mich absolut stimmig, funktioniert als einzelner Film unglaublich gut und als Fortsetzung. Wie gesagt, der Pate 2 ist ja, war ja immer die Messlatte und der hat jetzt einen ebenbürtigen Kompagnon gefunden in Blade Runner 2049. Ist meine beste Fortsetzung dieses Jahr. Ist tatsächlich auch meine beste Fortsetzung. Ja, aber ich habe mich in der Kategorie habe ich mich für was anderes entschieden. Und zwar für ein Remake. Ich finde es grundsätzlich, es ist ähnlich schwierig, ob man jetzt einen Film fortsetzen soll oder ob man ihn remaken soll. Ich habe mich für The Beguiled entschieden. Das ist ein Remake von Francis Ford Coppolas Tochter Sofia Coppola. Ja, ich kenne sie. Nicht persönlich, Persönlich? aber. Schade. Eines Don Siegel-Klassikers, wo Clint Eastwood zum ersten Mal und auch eigentlich ziemlich gut als Charakterdarsteller überzeugen konnte. Da wurde zum ersten Mal was von ihm abverlangt. Das ist tatsächlich, das Original ist halt schon, liegt mir schon sehr am Herzen. Ein sehr, sehr schönes, aber auch trauriges Drama. Das Interessante bei dem Remake von Frau Coppola ist, dass die Rollen hier komplett gewechselt werden. Im ersten, also im Original ist es so, das ist im Prinzip schon ein Macho-Film, wo der Hauptdarsteller Clint Eastwood halt die Hauptfigur, der landet in so einem, das spielt im Bürgerkrieg und landet in so einer in Fraueninternat, ich weiß jetzt gar nicht, Frauenhaus, irgendwas in der Richtung, kein Puff, aber ist halt unter Frauen verletzt und die ziehen ihn halt ein bisschen wieder hoch. Und er spielt die Figuren so ein bisschen, die Frauen halt gegeneinander aus. Und hier ist halt genau das Gegenteil. Also die Situation ist die gleiche, er ist Kriegsverletzter von der anderen Seite und wird halt von den Mädels, von den Frauen aufgenommen, die ihn halt auch pflegen. Aber er ist halt ein absolutes Weichei und sie spielen halt mit ihm. Und Interessant. dieser Wechsel der Rollen, das fand ich halt, das war sehr cool. Ansonsten ist der Film sehr schön gefilmt. Nicole Kidman weiß hier auch mal wieder seit langem zu überzeugen. Colin Farrell ist hier in der männlichen Hauptrolle. Die Kombination werden Colin wir, Farrell und Nicole Kidman, genau, ja, das werden rings a wir bell. heute nochmal erleben. Ja, aber da es halt ein hervorragendes Remake ist, setze ich den in der Kategorie als meine Numero Uno. Uno. Alles klar.